Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Heile deinen Körper und deine Seele. Der Podcast, der dir dabei hilft, den Kampf mit deinem Körper zu beenden. Mein Name ist Jackie Freitag und nachdem ich selber 13 Jahre mit diesem Thema gekämpft habe, freue ich mich heute so sehr, dieses Thema mit dir teilen zu dürfen. Und daher wünsche ich dir jetzt erstmal ganz, ganz viel Freude bei dieser Folge. Hallo, ich wünsche dir einen wundervollen Sonntag. Heute wartet eine sehr berührende Geschichte hier auf dich. Ich habe nämlich die liebe Jana bei mir. Und Jana hat im Juli 2024 Soulfood gemacht und hat davor unter verschiedenen Süchten gelitten, unter anderem auch unter dem emotionalen Essen. Und Jana selbst ist Therapeutin und alleinerziehende Mama von zwei wundervollen Kindern. Und sie hat fast 30 Jahre unter Essens- und Körperthemen gelitten, obwohl sie mit der Zeit immer mehr verstand. Und in Soulfood konnte sie dann das erste Mal wirkliche, tiefe Veränderungen in sich bemerken. Und es begann damit, dass sie die Liebe zu sich aufgebaut hat, bis sie an den Punkt kam, wo sie auch wieder eine bedingungslose und unglaublich tiefe Liebe zu ihren Kindern gespürt hat. Und heute geht Jana wieder mit so viel Liebe und Vertrauen in sich durchs Leben und durfte sich von den Essens- und Körperthemen, die sie über so viele Jahre belastet hat, komplett lösen. Und ja, wie sie das geschafft hat, wird sie euch jetzt selbst erzählen. Hallo, liebe Jana. So, so schön, dass du hier bist. Und ich bin schon ganz, ganz gespannt, jetzt gleich einmal deine Geschichte zu hören. Und wenn du magst, dann hol uns doch sehr, sehr gerne ab und erzähl, wer du bist und ein bisschen was von deiner Geschichte. Ja, hallo Julia, ich bin Jana, 36 Jahre alt und habe zwei Kinder. Und ja, meine Geschichte. Also ich bin in einer Familie groß geworden, wo es sehr viel um Leistung ging. Meine Mutter ist promovierte Sozialwissenschaftlerin und mein leiblicher Vater war eigentlich nie richtig da. Mein Stiefvater war da und diese Beziehung war geprägt von sehr viel Gewalt, psychisch und körperlich. Und als ich 7 Jahre alt war, ist mein Bruder geboren. Und rückblickend betrachtet würde ich sagen, dass eigentlich mein Leid in Anführungsstrichen da angefangen hat. Ich habe eh nie so richtig das Gefühl gehabt, irgendwo zugehörig zu sein. Und da gab es dann quasi eine Familie, die in sich geschlossen war. Und ja, so hat sich das, also für mich, ich kann mich an Situationen erinnern, wo ich das Gefühl hatte, ich gehöre hier nicht hin, ich gehöre nicht dazu. Ne? Alles wirklich sehr schmerzhafte Erinnerungen so an diese Zeit. Und ich habe dann mit 7 angefangen, meinen Eltern Geld zu klauen, um meine Klassenkameradinnen in der Grundschule zu Kirmes einzuladen, damit die mich mehr mögen. So. Und das hat leider funktioniert. Und da hat sich dann eine sehr stark ausgeprägte Kaufsucht entwickelt. Und das Thema Essen hat da auch angefangen. Also ich habe, wenn ich Bilder von mir angucke, dann hatte ich ein Jahr lang, wo ich 100 Kilo gewogen habe und dann hatte ich ein Jahr, wo ich 50 Kilo gewogen habe, habe das aber nie als problematisch angesehen oder als irgendwie ein Thema, was mit mehr Tiefe zusammenhängen könnte. Meine Mutter hat ganz häufig auch hier, früher waren so ganz in diese Du darfst Gerichte, die hat sie ganz viel gegessen. Und ich weiß, dass sie uns, also mein Bruder und mir, Sachen gekocht hat und sich selber dann diese Du darfst Sachen aus der Mikrowelle, und das ist auch so ein ganz stark eingeprägtes Bild bei mir. Ja, und im Laufe meines Lebens wurde ich dann immer kränker, also eine wirklich stark ausgeprägte Suchterkrankung in verschiedene Bereiche. Auch Essen zähle ich dazu in den Suchtbereich bei mir.
Und dann habe ich mit 24 mein erstes Kind bekommen. Und da war bei mir zum ersten Mal so, dass ich dachte, nee, jetzt muss hier irgendwie was passieren. Und dann habe ich auch, ja, zu der Zeit Kontakt zu meinem leiblichen Vater aufgenommen. Der hat vorher immer mal so, gab es den, aber nie kontinuierlich. Und dann mit 26 habe ich meinen Sohn bekommen. So. Und da habe ich dann wirklich so richtig angefangen, mich mit mir selber zu beschäftigen und aus intrinsischer Motivation heraus eine Therapie zu machen. Vorher war das so, dass meine Mutter gesagt hat, ich muss eine Therapie machen, weil, aber es war nie, dass ich gespürt habe, ja, ich möchte jetzt Veränderung. So, und dann habe ich mit 26 dann studiert und ja, habe dann, wie gesagt, diese Therapie gemacht und da ging das eigentlich alles los. Und dann vor ungefähr einem halben Jahr habe ich gedacht, so jetzt könnte aber mal wieder so ein richtiger Sprung kommen für mich. Und dann habe ich zuerst was anderes angefangen und ich arbeite selber in der Psychiatrie und da war dann die Situation, dass über das Wort Identität gesprochen wurde. Und einfach falsch, faktisch falsch erklärt. Und da sind bei mir sofort alle Klappen runter und nee, da will ich mich nicht coachen lassen. Ich war in dieser kostenlosen Masterclass und habe so gedacht, ja, genau das ist das Thema. Und ja, und dann hat die Soulfood-Reise angefangen und ich bereue es keinen Tag. Wow. Vielen, vielen Dank erstmal, dass du uns schon mal so ein bisschen mit in deine Vergangenheit und in deine Geschichte mit reinnimmst. Und ja, ich steige unglaublich gerne jetzt gleich mal mit ein paar Fragen auch ein. Magst du erstmal uns noch so ein bisschen abholen, wie es dann für dich weiterging, als du dann Soulfood gestartet hast? Ja, als ich Soulfood gestartet habe, war es erstmal, ich glaube, das erste wirklich Wichtige für mich war, mir bewusst diese Zeit für mich zu nehmen und das auch durchzusetzen, weil ich eben zwei Kinder habe, alleine mit denen bin, die sind jetzt 10 und 11 und ich habe einen Lebensgefährten und das sind ja, schon vier Beziehungen. Das ist die Beziehung zu mir, das ist die Beziehung zu meiner Tochter, zu meinem Sohn und zu meinem Lebensgefährten. Und ich habe eine sehr enge Freundin. Also fünf Beziehungen, die ja irgendwie alle nicht bearbeitet, ist das falsche Wort, gepflegt werden wollen. Und ich arbeite Vollzeit. So. Bin schon vorher immer sehr früh aufgestanden, um dort meine Me-Time zu verankern. Ich habe das aber nicht transparent besprochen. Es war für mich einfach klar. Und in dem Moment wusste ich dann, okay, wenn du dich jetzt darauf wirklich einlassen willst, dann willst du jetzt 12 Wochen das echt durchziehen. Und dann war das Erste, dass ich mich hier hingesetzt habe, was für mich schon der Megasprung war, weil ich als Kind gelernt habe, ich muss Verantwortung übernehmen für alles und jeden, nur nicht für mich, sondern für mein komplettes Umfeld. Und mich dann hier hinzusetzen und mich zu positionieren und zu sagen, so, das ist mir jetzt wichtig. Und das wird locker 2 Stunden am Tag sein, wo ihr in den nächsten 12 Wochen auf mich verzichten müsst. Nicht vielleicht, sondern ich will das machen. Und ja, das war so die erste große Hürde, wo ich doch sehr irritiert war, mit wie viel Wertschätzung mir da begegnet wurde, weil mein Worst-Case-Szenario war ja, boah, nee, die zehren alle an mir und ich komme gar nicht zur Ruhe. Ne? Das ist gar nicht passiert. Und Was hat dir dann. dabei geholfen, diese Entscheidung zu treffen? Weil ich weiß, du bist jetzt auch Mama, du hast einen Job, ne, einen Lebensgefährten, eine gute Freundin, ne, diese ganzen Punkte. Und ich weiß, es haben so viele Frauen, ne, die auch immer wieder sagen, ich weiß gar nicht, wie soll ich da jetzt irgendwie rauskommen, wie soll ich Zeit für mich finden? Und deswegen halt immer weiter in diesem Kreislauf eigentlich drin bleiben, ne, mit dem Essensthema, weil sie nicht wissen, wie, ne? Wie soll ich das? Was hat dir da geholfen? Also, ich habe für mich schon relativ lange klar,
dass wenn ich mich, also das größte Geschenk, was man Kindern machen kann, glaube ich, ist, sich um sich selbst zu kümmern. Weil es auf so vielen Ebenen da was passiert. Also erstmal lebe ich meinen Kindern Selbstfürsorge vor. Und zweitens mal, solange ich in meinem Hamsterrad bin, kann sich auch im innerfamiliären System nichts verändern. Wenn ich also intimere Beziehungen auch zu meinen Kindern aufbauen will, dann werde ich gar nicht drum rumkommen, eine intimere Beziehung zu mir selber aufzubauen. Und ich glaube, die Hauptintention war noch nicht mal bei Soul Food schon. Vorher war aber die Hauptintention nicht, etwas für mich zu tun, sondern für meine Kinder. So, für meine Kinder begebe ich mich in Therapie. Für meine Kinder behandle ich diese ganzen Themen, damit die Möglichkeit haben, gesünder groß zu werden. Damit, wenn ich meine Themen erkenne, dann übertrage ich die nicht. Dann stülpe ich denen das schon mal nicht über. So, die kriegen irgendwas so oder so immer übergeschüttet, aber diese Themen dann schon mal nicht. Und bei Soul Food war es dann jetzt halt so, dass ich gesagt habe, ja, das mache ich jetzt für mich. Das mache ich jetzt nicht für irgendjemand anderen, nicht für meine Kinder. Natürlich war mir klar, dass sie davon profitieren würden. Aber ich glaube wirklich, Hauptmotor war, tu was für dich und damit tust du was für deine Kinder. Ja. Ja, das ist super, super schön und so wichtig, dass du das gerade noch mal auch sagst, ne? Dass genau das ist, ne? Sobald wir beginnen, unser eigenes Glas zu füllen, wir dann auch wieder so viel mehr geben können und uns nicht mehr, ne, irgendwie da mit dem leeren Glas versuchen, okay, hier noch was für die Kinder, da noch was für den Lebensgefährten, ne, oder Lebenspartner, so irgendwie da durchzukommen, sondern genau wie du es gemacht hast, erstmal mit dir anzufangen. Ja. Und wie ging es dann weiter, als du angefangen hast, dich zu priorisieren? Ich bin auf einmal mit Sachen konfrontiert worden, von denen ich zwar wusste, dass sie irgendwann in meinem Leben mal passiert sind, waren aber sehr gut. Also ich hab darüber auch nachgedacht. Ich habe schon sehr häufig über diverse Traumata gesprochen, aber ich habe die nicht gefühlt. Ich habe die nicht ein einziges Mal durchgefühlt, sondern die waren da, aber ausschließlich in meinem Kopf. Ich bin zum Beispiel, als ich 13 war, von meinen damals engsten Freundinnen, heute weiß ich, dass das nicht meine Freundinnen waren, aber damals waren das halt meine Freundinnen, die haben mich nachts überfallen und verprügelt. So. Und dass ich dadurch natürlich maximale Vertrauensschwierigkeiten habe, das hatte ich im Kopf. War das immer, ja, das kommt da und daher. Aber ich habe das nicht durchgefühlt. Und dann habe ich jeden Sonntag, also neben dem normalen Soul Food Programm, die emotionale Selbstbegleitung gemacht, die Meditation, und habe irgendwann angefangen, mir diese ganzen Sachen, die mir so eingefallen sind, habe ich mir aufgeschrieben und habe dann immer geschaut, sonntags, was fühlt sich jetzt für mich gerade richtig an? Wo gehe ich jetzt rein? In welche Situation. Und das hatte die Folge, dass ich das wirklich durchfühlen konnte, aber auch, dass auf einmal mir Sachen eingefallen sind, wo ich ernsthaft zuerst nicht wusste, ob mir das passiert ist. So, also ich hatte dann auf einmal das Bild, wie ich als Achtjährige und also mit Kleidung unter eine kalte Dusche gestellt wurde, damit ich mich beruhige. Und dann habe ich so gedacht, nee, das ist ja aber nicht passiert. Das hast du vielleicht in irgendeinem Film mal gesehen oder so. Ja, und 3 oder 4 Tage später wusste ich dann, nee, okay, das ist dir tatsächlich passiert. Und dann kam so das, oh wow, was kommt denn da noch? Also, das war wirklich oh wow, weil ich mich selber auch ganz spannend finde und generell auch ja Psyche, sonst wäre ich ja auch nicht in so einem Beruf. Und dass ich dann dachte, aber das ist so irre, was dann da auf einmal kam, ne? Was da für Sachen kamen, wo ich wirklich vorher, ich wusste nicht mal, dass das passiert ist. Also im Bewusstsein hatte ich das nicht. Das ist so spannend, ne, wenn wir, oder das hören wir auch ganz, ganz oft, ne, wenn du immer mehr Vertrauen in dir gerade aufbaust, ne, und merkst, okay, die ersten Themen kann ich halten, mir passiert nichts, ich kann es fühlen.
Dann gehen wir quasi so in den ersten Raum. Da sind schon so ein paar Themen, die wir vielleicht noch kennen. Und auf einmal ist da noch eine Tür und wir gehen in die nächste Tür rein und sehen, okay, hier sind ja noch viel mehr Themen, ne? Und diese Neugier dann auch einfach, wie du sie gerade erzählt hast und beschrieben hast, ne, sich selbst da wirklich kennenzulernen, weil genau dadurch bauen wir ja, ne, dieses ganze Vertrauen in uns auf, ne? Und auch natürlich, desto besser wir uns kennen, auch die Liebe zu uns immer mehr auf. Und was würdest du sagen, weil ich weiß, es ist natürlich auch nicht immer einfach, ne, dann durch die ganzen Themen zu gehen und es zu durchfühlen. Und ich weiß, natürlich haben auch ganz, ganz viele Frauen natürlich auch Angst, diesen Themen zu begegnen und halten lieber die Tür auf, zu. Was würdest du sagen, so, ja, was hat dir da auch geholfen, wirklich so diesen Mut auch zu haben? Mir hat geholfen, dass ich das wirklich jeden Tag gemacht habe. Also hätte ich habe mal ein oder zwei Tage gehabt, wo ich so einen leichten Anflug einer Erkältung wahrgenommen habe. Und da habe ich direkt gemerkt, so lässt du einmal hier locker, denkt sich mein System, oh ja, nee, ist viel schöner, wenn ich nicht weitermache, ist viel entspannter. Und ich glaube wirklich, dieses bedingungslose Versprechen am Anfang, so an mich selbst, mit diesem Positionieren direkt. Ich glaube, dieses Positionieren hatte für mich auch die große Wichtigkeit und Bedeutung, so das ist verbindlich. Wenn ich mich jetzt hier hinsetze und von meinem Umfeld einfordere, dass sie mich ziehen lassen die nächsten 12 Wochen, dann ist das, ich habe da sehr viel Verbindlichkeit auch mit mir selber geschaffen in dem Moment. Und dann wirklich das tägliche Durchführen. Das hat mir unheimlich viel Sicherheit und Struktur einfach auch gegeben. Ne? Und zumal man ja auch jeden Freitag die Reflexionsfragen bekommt und man ja wirklich jeden Freitag auch sehen konnte, boah, das und das ist passiert. Und dass man dann wirklich einmal in der Woche auch sehen konnte, nee, ich mache das nicht einfach nur so, sondern hier passieren tatsächlich Dinge. Ne? Immer wieder zu sehen, ja, es ist nicht umsonst in Anführungsstrichen, sondern hier passiert richtig was. Ja, super schön. Ja. Und ich finde es gerade so spannend, weil wir sind ja gerade schon so in ganz anderen Themen drin. Magst du mal so ein bisschen die Brücke schlagen, weil du hattest ja auch eben gesagt, ne, so du hattest mit verschiedenen Suchterkrankungen da auch zu tun. Ne? Einmal so die Kaufsucht früher, dann das Thema Essen natürlich. Ne? Was hat das jetzt alles damit zu tun, wovon wir gerade sprechen? Hier Ja, die Brücke. ja. Also, ich habe herausgefunden, dass ich diverse Dinge in meinen Alltag eingebaut habe, die mich gewisse Dinge halt nicht fühlen lassen. So. Das war ganz lange halt das Thema Kaufen. Und ich glaube, in dem Moment, als ich mich diesem Thema Kaufen bewusst zugewandt habe, gab es eine Verlagerung. Ich hatte immer schon dieses Thema mit Essen, aber es war nie so präsent. Und als ich das Thema Kaufen dann bearbeitet habe, war mein Leben von dem Thema Essen bestimmt. Also da hat so eine Suchtverlagerung dann stattgefunden. Und dann ist mir, ach ja, und dann habe ich irgendwann ein Bild von mir gesehen. Und habe so gedacht, boah, das kann ja nicht sein, dass du so aussiehst. Und dann habe ich, und es tut mir heute wirklich, es tut mir so weh, es hängt immer noch an meinem Kühlschrank und ich habe es damals an den Kühlschrank gehängt mit der Intention, nie wieder so auszusehen. Also wie viel Selbsthass ist da in dem Moment, so, wo ich so denke, oh, das ist so schrecklich, es tut mir so weh und ich weiß ja, dass das auch andere Frauen machen und wo ich denke, oh, das ist so furchtbar. Im Grunde. Und kleine Notiz am Rande, jetzt hängt das immer noch da, aber mit den Worten, ich bin für dich da. Die habe ich da irgendwann während der Soulfood-Reise draufgeschrieben, um mich einfach auch daran zu erinnern, so, nee, das ist nicht Hass, sondern ich bin da, so, für uns, für all meine Anteile, ne, die in mir sind. Ja, auf jeden Fall habe ich dann während
insbesondere während Soul Food gemerkt, wie oft ich am Tag esse, obwohl ich keinen Hunger habe. Einfach so im Vorbeigehen. Und es gab eigentlich auch so einen Schlüsselmoment während der Masterclass halt, dass ich dachte, ja, das ist das Thema. Und dann hatte ich dieses Vorgespräch für Soul Food und ich bin aus diesem Gespräch mit so einem Zufriedenheitsgefühl rausgegangen. Und das Erste, was ich gemacht habe, war mir einen Keks genommen und gegessen. Und in dem Moment dachte ich schon, okay, es geht nicht nur um negative, in Anführungsstrichen, negative Gefühle oder Gefühle, die sich für mich schwer oder schwierig anfühlen. Es sind alle Gefühle, die irgendwie abweichen von dieser Nuller-Linie, die ich in Sekunden beruhigen möchte. Und während Soul Food habe ich natürlich mich so intensiv damit auseinandergesetzt und am Anfang war es eher für mich schon auch Kampf. So, immer wieder, nein, das machst du jetzt nicht, das machst du jetzt nicht, das machst du jetzt nicht, mit sehr viel Disziplin. Und es wurde ja immer wieder auch gepredigt, so, wenn so ein Essanfall kommt, lass ihn da sein. Und dann habe ich das irgendwann, habe ich das einmal gemacht und ich habe so schlimm geweint, weil ich dachte, das kannst du kannst das doch jetzt nicht ernsthaft zulassen. Und dann kam immer wieder diese Stimme, die gesagt hat, nee, lass zu, lass zu, lass zu. Und von dem Moment an wurde es besser. Von da an wurde es besser. Und ich habe dann irgendwann habe ich gemerkt, okay, ist gar nicht mehr da. Ich kann gar nicht so genau sagen, wann und wie das passiert ist, sondern es war dann einfach nicht mehr da. Und es ist, ich habe jetzt manchmal noch so einen Impuls, hatte ich auch gestern Abend noch, aber es ist dann so, ja, okay, dann hast du jetzt halt drei Milky Ways gegessen, die sind lecker, okay. Und dann ist das Thema sofort durch, weil ich eben nicht da sitze und mir sage, boah, Jana, wie kann das denn jetzt wieder sein? Sondern, ja, gut, ist halt jetzt so fertig, ne? Wow. Ja. Und das ist ja auch so spannend, wenn das Thema uns ja auch schon, ich weiß, wie lange hat dich das ganze Thema begleitet, auch jetzt vor allem das Essensthema? Ja, so seitdem ich würde mal sagen, seitdem ich 19 bin, also fast 30 Jahre jetzt, ne? Wow, okay, ja, das ist eine lange, Ja. lange Zeit. Du kommst ja jetzt ganz frisch quasi auch fast, ne, aus der letzten Runde und dann ist Ja. Ja, so das Erste, was unser System ja auch kennt, so erstmal dieser Gedanke, ist da noch irgendwas? Ne? Und dann ist es so schön, gerade einfach auch von dir zu hören, wie schnell sich das einfach ändert. Ja, voll. Ja. Automatisch das einfach passiert, dieses so, das Essen, dieses Thema wird immer uninteressanter, desto mehr, wie du es gerade eben beschrieben hast, ne? Wir mit unseren Gefühlen arbeiten, wir mit all den Themen dahinter arbeiten, warum wir Ja. das Essen gerade überhaupt brauchen. Ne? Dass da diese Veränderung so ganz automatisch quasi dann stattfindet und wir das Thema Ja. lösen, wenn wir gar nicht an dem Thema gerade angreifen. Ne? Ja. Genau. Und ich merke richtig, also da ist so unglaublich viel Liebe in mir. Sich vorher, also Liebe war für mich so gefährlich, dass ich das gar nicht, mein ganzes System konnte das nicht zulassen, dass sich diese Liebe in mir ausbreitet. Weil Liebe heißt Gefahr, 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 Gefahr. Und jetzt sitze ich hier und auch jetzt in diesem Moment spüre ich so viel Wertschätzung und Wertigkeit und Liebe einfach für mich und diese Situation. Das war gar kein Platz vorher für da, weil ich, sobald da eine Lücke war, also Essen reingestopft habe, im wahrsten Sinne des Wortes. Wow, Ja. ich habe richtig Gänsehaut. Ich hatte eben schon Gänsehaut, als du das mit dem Foto von dir erzählt hast. Das ist einfach so, so schön, weil man spürt es richtig, Ja. einfach zu dir wieder hast. Und wie hat sich das Ganze auch ausgewirkt jetzt oder wie hat sich das Verhältnis vielleicht auch zu deinen Kindern da verändert? Ja, also das ist, es gibt, ich würde sagen, drei Dinge, wo ich sage, das sind so richtig große Dinger, die da, so richtig, richtig große Dinger, die da passiert sind. Also zum einen mit meinen Kindern. Mir ist halt nochmal deutlich geworden, wie stark auch ich in diesem Leistungssystem
drin bin. Ja, also ich habe meine Mutter und auch meinen Stiefvater überall als StellvertreterInnen in meinem Leben quasi positioniert. So meine Arbeit, ja, wo ich die ganze Zeit denke, ich muss leisten, 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 leisten. Und das hat sich irgendwann auch gewandelt, so dass ich dachte, nee, meine Kinder, die sind einfach das Allerwichtigste in meinem Leben. Und da geht nichts drüber. Und das ist natürlich etwas, was die auch gespürt haben. Und wie ich auf einmal uns dabei in Anführungsstrichen erwische, wie wir uns total lang umarmen und so sehr innig und herzlich miteinander sind. Oder meine Tochter, der was runterfällt und die guckt mich mit so ängstlichen Augen an. Oh, das war so schlimm für mich. Und dann habe ich sie in den Arm genommen und habe gesagt, Schatzi, ich weiß, dass ich früher so war. Ja? Ich weiß, dass du jetzt vor einem Jahr noch total Ärger bekommen hättest. Und ich habe dann gesagt, das ist jetzt wirklich keine Entschuldigung, aber ich möchte dir erklären, dass auch ich einen kindlichen Anteil in mir habe, der immer Angst hat, was falsch zu machen. Und dieser kindliche Anteil ist dann aktiv. Und ich möchte, dass du weißt, dass ich das selber weiß und du wirst keinen Ärger mehr von mir bekommen, weil dir aus Versehen was runterfällt. Und dann, ich fange jetzt gleich auch an zu weinen, weil das sind so kleine magische Momente, wo ich einfach auch gemerkt habe, so, das ist, wie viel ich wirklich in Verletzung drin war. Noch so, ne? Oh, Ja. siehst du, du kriegst mir gerade Ja. auch die Tränen in die Augen, weil das mit ein so wundervoller und liebender Prozess einfach ist, wenn, ne, wir es gerade nicht nur für uns machen, sondern wenn du gerade siehst, ich habe damit angefangen, das gerade erstmal für mich zu machen und die Auswirkungen, die das hat, sobald du Ja. dich gekümmert hast und auf deine Kinder, was da entstehen kann, das ist einfach magisch. Also, du Absolut. kannst so, so stolz auf dich sein, ne, dass Ja. du diesen Schritt da gemacht hast, dass das so viel Auswirkung hat, ne, auch vor allem auch auf deine Kinder jetzt, ne, dass du da so Ja. ein Verhältnis pflegst. Ja, und das Zweite ist, das ist, ich habe wirklich gemerkt, wie sehr ich unter diesem Überfall gelitten habe und habe dann gemerkt, okay. Vielleicht ist es möglich, dass du deswegen das Haus nie verlässt. Also ich gehe schon raus, aber ich habe dann doch auch gemerkt während der Soulfood-Reise, wie viel ich im Scannen bin. Also so, ich verlasse das Haus und bin auch dann in so einem Scan-Modus Gefahr, 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 Gefahr. Das ist natürlich für das ganze System unglaublich anstrengend. Und wenn ich eine Stunde draußen war, war ich am Ende. Da musste ich erst mal nach Hause schlafen. So. Und als ich das jetzt erkannt hatte, habe ich entschieden, so, ich fahre jetzt ganz alleine weg. Und dann bin ich vor 2 Wochen alleine nach Leipzig gefahren. Und ich bin morgens hier bei mir zu Hause aufgestanden und habe gedacht, oh nein, nein, du kannst nicht dahin, du kannst da nicht hin, geht nicht. Und ich bin aus dem Zug ausgestiegen und ich habe in meinem ganzen Leben noch nicht so ein Gefühl von Freiheit gehabt. Ich bin da ausgestiegen und habe gedacht, nee, ist nicht gefährlich. Und selbst wenn hier jetzt was Gefährliches passieren sollte, dann kannst du dich halten. So, und dann, ich werde sehr häufig von Männern auf so eine Art angesprochen, wo ich vorher immer in so einen Freeze-Zustand gegangen bin. Ich habe dann auf den Boden geguckt und bin da dran vorbeigelaufen. So, und wenn man ja aus dem Freeze rauskommt, dann geht man logischerweise dann auf der polyvagalen Leiter erstmal in so einen Kampfmodus, ne? Und dann in Leipzig bin ich dann wieder so angesprochen worden. Und dann habe ich zu dem gesagt, Entschuldigung, mit was für einer Intention sprichst du mich jetzt an? Und dann sagte der zu mir, ja, es ist gefährlich, wenn ich so nah auf dem Bürgersteig an der Straße mich da hinstellen würde. Und dann habe ich gesagt, naja, ich kann mich nicht erinnern, dich um deine Einschätzung diesbezüglich gefragt zu haben. Und dann bin ich weitergelaufen und dachte so, boah, Jana, wie cool.
Das hast du noch nie gemacht. Also so in die Selbstermächtigung zu gehen und zu sagen, nee, ey, du sprichst mich jetzt nicht einfach an. So, also ja, klar kannst du mich ansprechen, aber ich werde jetzt nicht das kleine Mädchen sein, das hier auf den Boden guckt, weil ich bin eine erwachsene Frau und ich habe so viel Selbstermächtigung in mir, dass ich sage, so, pass auf, das machst du nicht. Fertig. Also auch da so für mich einzustehen, total irre. Ja. Was würdest du Frauen gerade mitgeben? Weil man sieht gerade, wie sehr du Selbstbewusstsein gewonnen hast, wie sehr du das Ja. Vertrauen in dir einfach gewonnen hast, in die Selbstermächtigung reingegangen bist. Was würdest du Frauen raten, die auch so diesen großen Wunsch haben von, ich möchte einfach wieder dieses Selbstbewusstsein haben? Ja, also ich würde ganz klar wirklich uneingeschränkt jedem empfehlen, Soulfood zu machen, was ich auch tue tatsächlich, also in meinem Umfeld. Es ist, jeder sage ich, Mama, mach mal Soulfood. Ja, man denkt erst augenscheinlich Thema Essen, aber eigentlich ist was ganz anderes dahinter und das Thema Essen erledigt sich dann irgendwie von alleine. Und ich möchte jeder Frau oder auch jedem Menschen sagen, den Mut aufzubringen, loszugehen. Und dass es sich eben nicht anzuschauen, oh, ich will unbedingt, wenn wir jetzt beim Thema Essen bleiben, ich will unbedingt 50 Kilo abnehmen, sondern sich auf die Reise zu machen, ohne das große Ziel, sondern wirklich sich dem hinzugeben und zu schauen, was passiert. Weil ich glaube, in dem Moment, wo wir dieses Ziel haben, sind wir nur noch damit beschäftigt, wie komme ich dahin? Und sich dem Fluss so hinzugeben, das bedeutet ja auch sehr, sehr mutig zu sein. Und deswegen möchte ich jeden Menschen wirklich nur ermutigen, da Mut aufzubringen. Und ja. Super, super schön. Ja. Ich hatte eben auch rausgehört, ne, weil du auch erzählt hattest, so dein Job bringt es so mit. Du bist Therapeutin, richtig? Genau, ja. Das ist jetzt auch nochmal super spannend, ne, weil theoretisch denkt man dann so, ach, eine Therapeutin, die kann doch kein Thema mit Essen oder sonst was haben. Ne? Magst du uns da mal abholen? Was war dann anders? Also, wenn man denkt ja so, du kannst es doch dann selbst dich da therapieren und wieder. Ja. Was war anders dann, dass du da, ja, was Also, in Therapie? ich sag mal, das Wissen darum, wie das alles geht, das habe ich. Das ist nicht das Thema. Aber das Wissen hat mich viele Jahre vor dem Fühlen auch beschützt. Ja, also ich weiß schon auch, dass ich mir den Beruf ausgesucht habe, um diesen Ursprungskonflikt mit meiner Mutter zu lösen. Ne? So, ich habe immer das Gefühl gehabt, ich muss meine Mutter heilen, ich muss auf die aufpassen. Und deswegen habe ich mir den Beruf ausgesucht. Und ich werde häufig gefragt und auch Arbeitskolleginnen von mir, ja, wie kann das denn sein, wenn man Therapeut oder Therapeutin ist, ne? Und ich glaube, wir wären nur halb so gut, wenn wir nicht selber unsere Themen hätten. Ja, also, wie kann ich mit jemandem, der eine Suchterkrankung hat, ja, ich kann das alles mir anlesen, aber wie wertvoll ist es denn, mit jemandem zu sprechen, der genau weiß, was da passiert? Na? Und jeder Mensch, der sagen würde, er hat keine Themen, egal welchen Beruf, das ist in meiner Wahrnehmung völliger Quatsch, weil jeder Mensch hat seine Themen und es lohnt sich immer, ne, sich da auf die Reise zu begeben. Und egal ob Therapeutin oder Verwaltungskauffrau oder. Was man ja auch, was man vielleicht manchmal denkt, was aber nicht so ist, dass man in therapeutischen Ausbildungen, da geht es ja primär darum, ein Krankheitsbild zu verstehen, aber es geht in der Regel nicht so darum, wie kann ich jetzt, also was ist da ganz tief drin? Natürlich wissen wir, wie eine Persönlichkeitsstörung entsteht, beispielsweise. Ich habe aber schon das Gefühl, dass es sehr viel
Also andersrum, würden wir anfangen, mit Liebe zu arbeiten, glaube ich, hätten wir mehr gesunde Menschen auf der Welt. Das ist, glaube ich, eher das Thema. Und das ist ja nichts, Selbstliebe ist ja nichts, was wir lernen. Also, wenn ich meine Tochter, die ist ein eher rationaler Mensch und mein Sohn ist sehr emotional und auch sehr emotional zugänglich und sehr reflektiert, der leidet darunter, dass niemand so in seiner Klasse niemand so ist wie er. So, und das ist natürlich deswegen, weil es viel zu wenig Menschen gibt, die das zu Hause wirklich fest etablieren, über Selbstfürsorge und seelische Gesundheit zu sprechen. Ja, so. Und wenn wir über Selbstfürsorge und seelische Gesundheit sprechen, dann hat Liebe einen hohen Stellenwert. Aber es passiert ja nicht. Und in dem Moment, auch TherapeutInnen werden ja in einem Leistungssystem groß. In Deutschland. Ja, also Und wie war das für so. dich dann das erste Mal so da rauszukommen, so dass du dich auch so einlassen konntest auf so einen ganz neuen Weg, auf einen ganz neuen Ansatz dann auch Boah, vielleicht? das war richtig toll. Das war wirklich, also es war richtig toll. Ich habe auch in den letzten Wochen ein Jobangebot bekommen von unserer Geschäftsführung. Und ich habe zum ersten Mal Bedingungen gestellt. So, hätte auch vor einem Jahr noch gesagt, ja, juhu, mache ich, höhere Position, yay. Und jetzt war es so, dass ich gesagt habe, nee, ich leiste genug. So, ich mache das nur, wenn. Und auch zu meiner Überraschung wurde dem sofort zugestimmt. Ne? Aber diese Bedingungen, die habe ich ja nicht im Kampf gestellt, sondern diese Bedingungen habe ich ja aus purer Selbstliebe zu mir auch gestellt, dass ich gesagt habe, so, ich mache das, aber nur unter den Umständen. Und das war auch danach, dachte ich so, boah, das war Selbstfürsorge pur. Und das Schöne war aber, dass ich vorher nicht darüber nachgedacht habe. Es Womit hat kam es einfach. begonnen? Weil ich weiß so, es kommt ja oft so die Frage, ich möchte mich selbst lieben, ich möchte Selbstliebe spüren. Wann hat das bei dir begonnen, dieser Punkt, wo du das erste Mal gespürt hast, okay, da verändert sich gerade etwas in mir? Es müsste so in der dritten, vierten Woche gewesen sein, während Soul Food. Da bin ich hier, bin ich an meinem Sohn vorbeigelaufen und ich hab so ein Glitzern in seinen Augen gesehen. Ich kann das ganz schwer beschreiben. Das war so, ich stand da nur noch und habe gedacht, was ist das für ein toller Junge? Und vorher war es eher so, dass ich dachte, boah, die sind jetzt schon wieder in ihren Zimmern und helfen mir nicht. Ne? So, und natürlich möchte ich nach wie vor, dass sie mir helfen, aber das Grundgefühl ist ein anderes. Da ist nicht kein Kampf mehr, sondern da ist, ich gucke die beiden an und das ist nur Liebe in mir. Nur. Die sind jetzt gerade bei ihrem Vater, also auch so ein Beispiel, und schreiben mir eigentlich jeden Tag, was sie vergessen haben, ob ich das nicht vorbeibringen könnte. Und vor einem Jahr hätte ich geschrieben, so, jetzt ist Schluss, habe ich keine Lust. Und jetzt ist es so, dass ich hier sitze und ich habe dann meiner Tochter geschrieben, weil die hat mir schon so einen peinlich berührten Smiley geschickt. Und dann habe ich geschrieben, Schatzi, alles gut, du kriegst alles, was du willst. So. Und das habe ich auch wirklich, also das kommt dann auch wirklich von mir innen drin, dass ich denke, ja, die ist 11. Natürlich denkt die nicht an alles. So, ne? Und ich glaube, dass daran, wie ich meine Kinder sehe, das war das erste Mal, dass ich deutlich gespürt habe, hier verändert sich gerade was. Ja. Wow, ich habe schon wieder Gänsehaut. Ja, ich denke auch gerade, wo ich es erzähle, ist es, denke ich, auch nochmal, ist einfach so schön. Ja. Es ist Wahnsinn, wahnsinnig schön, was bei dir passiert ist. Ja. Ja, möchtest du uns vielleicht, wir haben jetzt über so viele schöne Themen eigentlich gesprochen, möchtest du uns da nochmal abholen, so wie hat sich bei dir das Thema Essen, Körper auch verändert, wenn du jetzt nochmal so zurückblickst, wie war es damals, wie ist es heute?
Ja, also damals war es ausschließlich Kampf. Normen entsprechen. So, ich habe viel Sport gemacht, um nicht dick zu werden, um Normen zu entsprechen, aber nie mit dem Hintergedanken, mir und meinem Körper was Gutes zu tun. So, und ich habe natürlich trotzdem, dass ich so viel Sport gemacht habe, immer mehr zugenommen. Und ich konnte das gar nicht verstehen. Ich dachte, wie kann das denn sein? Wenn du jeden Tag Sport machst, dann kannst du doch nicht zunehmen. Das funktioniert doch gar nicht. Und während Soul Food habe ich dann natürlich verstanden, ja, na klar, funktioniert das doch, wenn ich jedes Mal, wenn ich irgendein Gefühl habe, was von der in Anführungsstrichen Norm abweicht, betäube, natürlich, klar. Und jetzt ist das so, dass ich sagen würde, also es gibt viel weniger Regeln, was Essen angeht. So, wenn ich keinen Hunger habe, dann esse ich nichts, egal ob Frühstückszeit ist oder nicht. So, dann esse ich halt eine Stunde später. So, ich habe zum Beispiel auch heute noch nichts gegessen, einfach weil ich keinen Hunger habe. So, dann esse ich halt nichts, ja. Und natürlich habe ich noch manchmal, wäre ja auch komisch, wenn es jetzt komplett alles weg wäre nach 12 Wochen. Natürlich habe ich, wie gestern Abend zum Beispiel, dass ich dann im Schrank sehe, ich, oh cool, da ist Milky Way. Wusste ich gar nicht, dass wir das haben. Und dann nehme ich mir dann so Mini-Milky Ways, 3 Stück daraus und denke dann in dem Moment so, warum müssen es jetzt 3 sein? Und dann denke ich immer so, nee, ist doch okay, dann sind es jetzt halt 3. Und dann habe ich mich ins Bett gelegt und habe die gegessen und dann war okay. So, aber ich habe in dem Moment, natürlich kommt dieser Gedanke, boah, warum müssen das jetzt 3 sein? Aber ich kann den in dem Moment sehen, den Gedanken, dass da was Destruktives gerade entsteht und kann dann schnell eingreifen. Und ich glaube, das ist es eigentlich, die Essenz, dass ich bewusster geworden bin und viel eher sagen kann, nee, stopp, hier passiert gerade was, was nicht gut ist. So, und dann mich wieder auf die Liebe zu besinnen und zu sagen, so, nee, ja. Ja, weil es früher dann wahrscheinlich komplett anders ausgesehen hätte. Total. Früher wäre es so gewesen, boah, Jana, es geht gar nicht. Du hast jetzt schon Sport gemacht heute und jetzt versaust du dir das alles hier, weil du irgendwie so gierig bist und 3 Milky Ways essen musst. Und dann wären diese ganzen inneren Kindanteile in mir so frustriert gewesen und so traurig darüber, dass dann in dem Moment stellvertretend ja wieder ich Ärger bekomme, das kleine Kind dann Ärger bekommt, dass es dann sich heimlich noch mehr genommen hätte und sich dann in irgendeine Ecke verkrochen hätte. Und also wirklich so im wahrsten Sinne des Wortes, ich habe mich dann wirklich auf den Boden gesetzt, war traurig, wie ein kleines Kind, ne? Was keine andere Möglichkeit hat, mit den Gefühlen umzugehen. Ja. Super spannend. Gab's etwas in Soul Food, was dir oder auf deiner Reise dann, was dir besonders geholfen hat? Gab es irgendeinen Moment, irgendwas, was besonders für dich nochmal war? Ich bin in einer der tollen Meditationen einem sehr destruktiven Anteil in mir begegnet. Und ich konnte dieses Thema mit diesem, ich habe den bildlich vor Augen gehabt, diesen Anteil, und ich habe häufig sehr starke Nackenschmerzen. Und dann habe ich mir irgendwann mein Körperbarometer der Seele gekauft, was ich auch durch Soul Food kennengelernt habe. Und das hat dann auch, war wie die Faust aufs Auge, diese Nackenschmerzen. Auf jeden Fall hätte ich es vorher mich nicht getraut, das mit irgendjemandem anderen zu thematisieren. So, oh, innere Anteile, etwas Destruktives, das habe ich eher oder schon häufig erlebt. Hä? Was für Anteile, ne? Und dann zu. Und ich habe das geteilt und habe Wertschätzung zurückbekommen
Und das war auch so ein total magischer Moment für mich. So, okay, wenn du das teilst, dann, das interessiert Menschen. Okay, Jana, es gibt Menschen, die sich für dich interessieren. Ich meine, so banal, wie sich das jetzt anhört, aber für mich war das wirklich so weltbewegend. Okay, da, es gibt Menschen, die interessiert das. So, das. Ich habe immer noch ein Thema mit Gruppen, was auch nicht verwunderlich ist, aber auch da bin ich mittlerweile sehr sanft zu mir und sage, der Prozess läuft, es wird kommen. Aber das war definitiv auch also so ein Moment, wo ich dachte, boah, okay, du kannst es teilen und dann wirst auch du gehalten. Aber wenn du gehalten werden willst, dann musst du dich auch zeigen. So, ne? Und das war auch ein krasser Game Changer auf jeden Fall. Super schön, ja. Und ich glaube, das hören wir ganz, ganz oft, ne, dass dieses Öffnen und all das einfach auch ja viel, viel leichter fällt, wenn wir natürlich auch, ne, die Coaches alle die Themen schon durchlaufen, ne, so, so viel schon haben, so, so viel auch da schon gehört, ne, Jackie natürlich allem voran, ne, und natürlich auch die ganze Gruppe, ne, alle Ja, wissen, klar. okay, wer steht gerade wo, alle wissen, ne, was für Themen sie begleiten und alle gehen gerade einfach denselben Weg, dieselbe Reise. Und deswegen auch Ja. diese Wertschätzung, dieses große Verständnis füreinander, was auch immer was sehr, sehr Magisches da drin ist. Ja, total. Ja, und natürlich auch die Coaches, ne? Da war ja irgendjemand ist ja immer da, wenn irgendwas war. Und auch das war etwas, wo ich dachte, ich am Anfang dachte, ja, da ist ja auch klar, ne, die kriegen ja auch Geld dafür. Müssen die ja auch. Und dann irgendwann zu verstehen, nee, okay, und dann habe ich gedacht, aber ich kriege ja auch Geld für meinen Job und mache ihn trotzdem total gerne. Okay, dann ist es bei denen vielleicht auch so. Also auch so die Brücke zu verstehen, wenn es um meine Person geht, dann machen das Menschen nur, weil sie Geld verdienen. Und dann, ach nee, doch nicht. Okay. Ne? Also da ist auf so vielen Ebenen so viel passiert. Ja. Ja, schön, dass du das dann auch so schnell gespürt hast, dass da einfach so viel Liebe einfach hintersteckt, ne? Ja. Magisch. Ja. Ja, Jana, ich würde so gerne einfach noch viel, viel länger mit dir eigentlich sprechen. Ja. Weißt du, ey, du hast so, so viel zu erzählen noch. Aber wir müssen so ganz langsam erstmal zum Ende kommen. Ich möchte dir noch eine abschließende Frage stellen. Einfach für die Frauen, die gerade hier zuhören. Ja, gibt es etwas, was du ihnen gerade noch mit auf den Weg geben möchtest, wenn du vielleicht auch dahin blickst, okay, wo stand ich noch vor einiger Zeit, ne, und war hoffnungslos vielleicht? Magst du da ein bisschen was den Frauen einfach noch teilen von dir? Also mir würden sehr viele Dinge einfallen, die aber auf alle auf das Gleiche hinauslaufen würden, werden, würden. Und im Grunde kann ich, das Einzige, was ich sagen kann, dass jeder einzelne Mensch so wertvoll ist und dass ich jetzt, also wenn ich jetzt an alle Frauen dieser Welt sprechen würde, dann würde ich sagen, ihr seid alle so unglaublich wertvoll und seid es euch selbst wert und versucht nicht so viel darauf zu geben, was, oder versucht zu verstehen, dass ganz viele Sachen übergestülpt sind und vielleicht gar nicht euch entsprechen. So, ja. Und was ich auch noch ganz wichtig finde, ist, die Worte ich bin, die gehören nur einem selber. Das kann niemand anderes für einen sagen. Das war auch etwas, wo ich dachte, ja, niemand kann ich bin für mich sagen. Wie würdest du den Satz heute vollenden? Ich bin Liebe, würde ich sagen. Ja. Ja, wow. Ich glaube, da wollen wir gerade auch gar nicht mehr zu sagen. Ja. Es ist so, so schön. Von Herzen danke, 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 liebe Jana, dass du heute hier warst, dass du all das geteilt hast, dass du dich so verletzlich gezeigt hast mit den Themen, dass du ja gerade einfach so, so viel hier reingegeben hast. Und ich wünsche dir auf jeden Fall erstmal einen ganz, ganz wundervollen Tag und natürlich auch an alle Zuhörerinnen. Ja, alles, alles Ja. Liebe und
einen ganz, ganz wundervollen Tag und danke fürs Zuhören. Danke auch. Tschüss. Ich möchte nach diesem wundervollen Interview hier noch ein paar Worte mit dir teilen, denn vielleicht ging es dir auch so wie Jana und wie mir, dass ihr die Geschichte auch gehört habt und sie etwas in euch berührt hat. Und wie Jana es bereits geteilt hat, ist es für jede möglich, einen neuen Weg zu gehen. Und wenn du den Ruf spürst, auch diese tiefe Liebe wie Jana wieder zu dir zu spüren und langfristig, nachhaltig ein natürliches und leichtes Verhältnis zu deinem Körper und dem Essen aufzubauen, dann lade ich dich von Herzen dazu ein, dich ganz kostenfrei und unverbindlich für unsere Soulfood-Warteliste einzutragen. Und der Vorteil für dich hier, du erhältst als allererste vor allen anderen Bescheid, wann wir wieder in die nächste Runde starten. Und du kannst dich auch als erste für einen unserer begrenzten Plätze bewerben. Besonders relevant ist es hier für die 1:1-Coaching-Plätze, die erfahrungsgemäß sehr schnell ausgebucht sind. Und du erhältst dazu noch viele andere Benefits. Und den Link und nochmal alle Infos zu Soul Food findest du in den Shownotes. Und jetzt wünsche ich dir noch einen wundervollen Sonntag und wie immer freuen wir uns über deine Gedanken und dein Feedback zu der heutigen Folge.